Es ist verdammt früh. An Tagen wie diesen bevorzuge ich einen Kaffee. Aber nicht Kaffee, sondern Kaffee. Dieses feine Äquivalent zu einer Adrenalinspritze wird mich gleich ganz munter machen. Mein ehemaliger Mitbewohner hat mal gesagt, dass Alkohol der Schmierstoff der Gesellschaft ist und Kaffee der Treibstoff. Boah, ist das geil. Und das heutige Video widme ich dem Erwachsenwerden. Denn meine Wenigkeit wird in einer Woche 25. In einer Woche und 2 Tagen. Und jeder Studierende mit 25 bekommt Post von seinen Versicherungsmenschen. Wahlbenachrichtigung Stadt Köln. Erinnern Sie sich, Ihre Familienversicherung ist bald zu Ende. Zeit für was Neues. Ich glaube auch. Das heißt, du musst dich selber versichern. Und wenn das mal nicht der Inbegriff ist vom Erwachsenwerden, dann weiß ich auch nicht. Dann bedeutet es Renteneintritt oder sowas. Ich dachte, ich bin heute vor der Sonne wach, aber ich habe unterschätzt, wie früh die Sonne aufgeht. Und deswegen widme ich dieses Video dem Erwachsenwerden. Sonne geht auf, Wahnsinn, ist das beautiful, ich fass es nicht, guck dir das doch mal an, Hallöchen. Da kommt ein kleiner Sonnenstrahl durch. Ist das nicht der blanke Wahnsinn? Ich sollte früher so früh wach werden. Oder auch nicht. Erwachsen sein bedeutet, sich rasieren zu müssen, um nicht wie ein Höhlenmensch auszusehen. Sieht jetzt aus wie ein pubertierender Höhlenmensch. Erwachsen sein bedeutet, Birkenstocks zu tragen. Erwachsen zu sein bedeutet, telefonische Termine zu vereinbaren. Einfach ohne Termine. Alles klar. Erwachsen zu sein bedeutet, Freundschaften zu pflegen und nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und erwachsen zu sein bedeutet in meinen Augen, die Hausaufgaben einen Tag vorher zu machen und nicht morgen, so wie ich es damals in der Schule gemacht habe. Ich mache gerade für einen Master einen Sprachkurs in Französisch, A1, absolutes Baby-Level, die absoluten Basics, weil ich dachte mir immer schon, schöne Sprache. Ich kann Russisch, Deutsch, Englisch und Spanisch auf ganz Basic-Niveau. Damals in der Schule konnte ich es eigentlich ziemlich gut, hat Spaß gemacht. Und deswegen dachte ich mir, es ist leichter, Französisch von neu jetzt zu lernen in einem Kurs, als Spanisch irgendwann dann aufzubauen, selbstständig. Und jetzt mache ich halt Hausaufgaben. Jede Woche Mittwoch habe ich einen 4-stündigen Sprachkurs online. Elle a de longs cheveux blonds et c'est une personne très gentille. Le nom de ma soeur est l'étudiant à l'université. Fertig. Je n'aime pas les chats, mais je l'aime chien. Das hört sich ein bisschen eher asiatisch an, irgendwas so. Erwachsen zu sein bedeutet auch übrigens, seine unsortierte, dreckige Wäsche waschen zu müssen. Aber nicht zu Hause, wie der normale Mensch. Sondern immer noch bei der Mutter, die noch eine Waschmaschine hat. Und man selber halt noch nicht. So spielt das Leben manchmal. Erwachsen sein bedeutet, Auto fahren zu dürfen. Da ist mir eiskalt die Polizei entgegengekommen. Eiskalt, eieiei. Erwachsen zu sein bedeutet, in der Lage zu sein, eine Beziehung zu führen. Aber das ist noch nicht alles. Es gehört noch mehr dazu, erwachsen zu sein. Zum Beispiel ist es, finanziell Schwächere zu unterstützen. Sollte man in der Lage dazu sein. Mit ein paar Notgroschen. Danke dir. Hey, mit Herz. So, und ich muss diese ganzen Impressionen jetzt verarbeiten. Ich bin ultra müde. Hier noch ein bisschen Coca-Cola. Warte, lass mich auch noch mal was sagen. Soll ich weggehen? Ja, dabei. Also,
Hallo wieder, Lisa-Abonnenten. So Leute, ich muss ja auch noch sagen, für mich erwachsen sein bedeutet. Erwachsen zu sein bedeutet in erster Linie das zu tun, worauf man Lust hat. An jedem Tag, zu jeder Uhrzeit. Und natürlich sich auch ab und zu mal von seinem Bruder was ausgeben zu lassen, damit er sich einfach mal als großen Bruder fühlen kann. Na, ich glaube, das war's. Soll ich jetzt oder später angucken? Später. Wei, mit Zwinker. Wei, mein Profi. Wei, wei, wei. Kennt ihr diese Leute, die so awkward werden, wenn die Kamera läuft? Ich nenne es den Vitali-Effekt. Nein, schneid das nicht mit rein. Hä? Sometimes I forget that I can literally do whatever I want. I have free will. No matter... I just threw my pizza. Why? Because I can. Now there will be consequences. I have to go and clean that up. I don't want to. But I could do whatever I want. I could wreak so much havoc upon the world. I could become a literal supervillain. Or I could become a superhero. I could go around and spread positivity and joy to everybody that I meet. No matter how I'm feeling, spreading happiness is my number one goal. This wasn't meant to be motivational. I was just thinking.